Hauptsächlich setzen wir Produkte von Microsoft ein, insbesondere natürlich für das Betriebssystem selber, als auch Microsoft Office bzw. Office 365 mit all seinen Einzelprodukten. Des Weiteren haben wir noch einige Installationen von Adobe. Dazu gehören die Photoshop-Pakete, Acrobat und auch noch ein paar andere Grafikprogramme. Des Weiteren nutzen wir recht umfangreich verschiedenste Open-Source-Software-Anwendungen. Ja, wir nutzen die Produkte von Microsoft, insbesondere hier das Office 365 mit den angegliederten Cloud-Produkten wie OneDrive und SharePoint. Des Weiteren nutzen wir aber einige Kollegen auch in OnCloud als in den verschiedenen Projekten. Und wir nutzen Skybo, das ist eine wissenschaftliche Umsetzung diverser Hochschulen, basierend auf dem OnCloud Server und dem OnCloud Client.